Die häufigste Ausrede, wenn man mit einem Geschäftsführer ins Gespräch kommen möchte, ist natürlich die, dass die Assistentin sagt, naja, der ist gerade im Gespräch und das kann der Wahrheit entsprechen, muss aber nicht. Und die Art und Weise, wie ich es herausfinde am besten, ist, indem ich konkretisiere einfach nochmal. Der am häufigst verwendete Einwand lautet: Der Herr Geschäftsführer, Herr Meier oder Müller, befindet sich gerade in einem Termin. Woher weiß ich, ob das jetzt tatsächlich die Wahrheit ist oder nur eine Lüge, sprich ein Einwand eintrainiert, der mir hier über die Sekretärin oder die Assistenz mitgeteilt wird? Und hierzu mal folgender Trick. Es kann nämlich sowohl der Wahrheit entsprechen, als auch einfach nur eine Lüge sein, um dich sozusagen abzublockieren. Und meistens folgt dann noch ein Satz wie, naja, Sie können mir gerne Ihre Kontaktdaten oder E-Mail zukommen lassen und ich werde diese dann weiterleiten. Ein kleiner Trick, wie du herausfindest, ob das jetzt eine Lüge war oder der Wahrheit entspricht, ist, indem du einfach konkretisierst. Und zwar du konkretisierst, indem du nachfragst, bis wie lange ist denn Herr Meier oder Müller, in dem Fall meistens der Geschäftsführer, deine Zielperson, in diesen Termin eingebunden? Wann wäre denn ein günstiger Zeitpunkt, Herrn Meier oder Müller wieder anzurufen? Ab wann wäre Herr Meier oder Müller denn für 5 Minuten frei? Und wenn diese Konkretisierung, dieses sozusagen dranbleiben und sich nicht sofort abwimmeln lassen, dann darin mündet, dass dir die Sekretärin oder die Chefsekretärin sozusagen, die Assistenz, konkrete Vorschläge gibt, wann Herr Meier oder Müller wieder erreichbar wäre oder wann sein Termin beendet wäre, dann entspricht es meistens der Wahrheit und sie unterstützt es, sie versucht dir zu helfen, hier mal einen freien kleinen Zeitpunkt zu erreichen, wo Herr Meier oder Müller eben dann erreichbar oder mal kurz zu sprechen wäre. Wenn aber jetzt die Assistenz oder die Sekretärin einfach sagt, naja, keine Ahnung, ja, und er ist einfach nur beschäftigt und immer in Terminen und morgen auch wieder in Terminen von früh bis spät und immer nur in Terminen, sie weiß aber eigentlich gar nicht, wie lange und wann genau und wann nicht, dann ist es meistens diese Unkonkretheit ein starkes Indiz dafür, dass es einfach nur eine Ausrede ist und ein Einwand, um dich einfach abzublockieren. Und in dem Fall, na gut, ich bin jetzt leider unterbrochen worden, ich wollte das Video noch ganz kurz zu Ende bringen. Die häufigste Ausrede, wenn man mit einem Geschäftsführer ins Gespräch kommen möchte, ist natürlich die, dass die Assistentin sagt, naja, der ist gerade im Gespräch. Und das kann der Wahrheit entsprechen, muss aber nicht. Und die Art und Weise, wie ich es herausfinde am besten, ist, indem ich konkretisiere, einfach nochmal Nachfrage, dranbleibe, nochmal eine genaue Nachfrage, ja, bis wie viel Uhr genau, wann wäre denn der Herr Meier oder Müller wieder am besten zu erreichen, ja, Uhrzeit am besten versuchen herauszubekommen beziehungsweise gleich zu vereinbaren, das heißt eine konkrete Wiedervorlage hier. Und wenn dann die Assistenz auf der Gegenseite sozusagen nicht mitspielt, also sozusagen sich nicht verbünden lässt, ja, dass sie sich einbildet, das ist ja unsere Strategie in der Regel in der hohen Kunst der Neukundenakquise, dass wir die Chefsekretärinnen und die Assistenzen mit einbinden in unseren eigenen Kaltakquiseprozess. Ja? Und wenn sich das nicht bewerkstelligen lässt, sozusagen, dass sie einfach stupide ihren Job erledigt, einfach nur der Blockade, dann muss man sich wieder andere Wege und Mittel überlegen. Ja? Aber so kann man hier diesen Scheidepunkt, ja, diversifizieren zwischen einer reinen Ausrede, reine Ablockung und der tatsächlichen sozusagen Begebenheit, dass der Geschäftsführer sich gerade in einem Gespräch befindet, was er ja auch sehr oft tut.
Und von daher hier dieser kleine Tipp an der Stelle, weil es einfach bei der Akquise im C-Level, also im Geschäftsführungsbereich, extremst häufig vorkommt und die meisten nicht wirklich wissen, wie sie damit professionell umgehen. Es geht nicht darum, dass es nicht ja, schwierigere und weniger schwierige Situationen gibt, die man meistern muss, herausfordern als Experte in der Neukundenakquise, sondern es geht darum, wie man diese meistert und mit einem gewissen nötigen Schatz an Erfahrung, Geduld und natürlich Beharrlichkeit. Ja? Niemals aufgeben und immer dranbleiben und einfach auch im Gespräch bleiben mit Assistenzen, die zuerst mal abblockieren, einfach ihr Sätzchen runtertrellern. Ja? Das bedeutet nicht, dass man jetzt sofort möglichst schnell aus dem Gespräch gehen muss, sondern da kann sich oftmals noch was entwickeln, wenn man eher einfach dranbleibt und beharrlich ist. Ja, das war so mein Tipp für dieses Video. Ich denke mal genug. Und dann muss ich auch wieder weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Klein. Ciao. Daumen hoch. Ja, Like, Daumen hoch da lassen. Kanal abonnieren. Bis dann. Ciao.